mal, ist Juri immer noch nicht da? Ich kenne ihn. Du kannst ihm vertrauen. Halt die Schnauze! Der Termin mit Mosch ist super wichtig. Jetzt bin ich sein Babysitter. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Und er braucht Hilfe. Boah, kein Wunder, dass Juri keinen Bock mehr hat, mit dir zu arbeiten, wenn du die ganze Zeit um ihn herumschwirrst wie ein kopfloses, notgeiles Huhn. Sie sind vorläufig festgenommen. Ansgar muss zurück an die Firmenspitze und das war gestern. Das Schädelhirntrauma scheint das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen zu haben. Und was heißt das? Wann wird er wieder normal sprechen? Möglicherweise nie wieder. Seine Assistentin, du rufst ihn nicht an. Führst du jetzt schon Selbstgespräche? Nein. Hast du was von Juri gehört? Nö. Der Mosch-Termin fängt jede Sekunde an. Heute geht es darum, ob man Juris Mode weltweit in jeder Edelboutique kaufen kann, die Mosch betreut. Da geht's richtig um was. Ich hab's versucht. Der Typ ist beratungsresistent. Ist aber auch nicht mein Problem, wenn er den Verkauf seiner Kollektion vor die Wand fährt. Ja, wahrscheinlich hat er über seinen Sport die Zeit vergessen. Alter, wir sind hier in Deutschland. Die brauchen noch ewig, bis sie den Papierkram erledigt haben. Also entspann dich mal. Warum hast du die Typen nicht angezeigt? Alter, hast du sie hier angeguckt? Also ich bin so blöd und leg mich mit denen an? Ich wollte dir helfen. Jetzt habe ich eine Anzeige wegen Körperverletzung. Jetzt komm runter. Du hast einen guten Job und fett Kohle. Zeig dem Bullen deinen Arbeitsvertrag, der gut ist. Die Probleme hier kriege ich. Was soll denn sein? Du kannst ihm ja hinterherlaufen und ihn retten. Vielleicht steht er auf Stalker. Du brichst bei mir ein. Was bist du, eine Stalkerin? Du rufst ihn nicht an. Sojamilch? Selbstverständlich. Ich habe die Präsidentensuite in Vivaldi. Sorgen Sie dafür, dass mein Gepäck dorthin kommt. Planänderung. Mosch kommt nicht selber, er schickt seine Chefeinkäuferin. Ich will Juri sehen, bevor es losgeht. Ich bin nicht mehr seine... Sehe ich so aus, als würde mich interessieren, was Sie quatschen. Ich will ihn sehen, in 5 Minuten im Büro. Ja, Juri, hier ist Martha. Ich will mich nicht bei dir einmischen, aber hier brennt die Luft. Wo bist du? Meld dich. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht, wie es so läuft. Hör zu, Ansgar, es tut mir leid. Der Unfall, dass du jetzt hier liegst, alles ist... Ich habe das nicht gewollt. Wir sind doch eine Familie. Ich hätte dich doch niemals zurückgelassen in dem Wagen.
Das heißt natürlich nicht, dass ich dich ab jetzt schonen werde. Du siehst echt scheiße aus. Ja, sie ist weg. Und weißt du was? Ich bin froh drüber. Sonst hätte ich sie wohl kaum gefeuert. Sie hat noch 4 Wochen bei LCL, dann haben wir einen Nachfolger für sie. Für dich übrigens auch. Weil ich dann nämlich am Ruder sitzen werde. Weißt du, egal was passiert ist, ich bin jetzt der Firmenchef. Und ich werde dafür sorgen, dass es auch so bleibt. To-Do-Liste? Zwei Wochen bin ich zurück und dann bist du Geschichte. Aha. Wenn du nichts dagegen hast. Hier? Oh, ich habe solche Rückenschmerzen. Ich würde mich auch in die Fußgängerzone legen, wenn es hilft. Oh. Hier. Oh, Gott. Oh. Wie Monat bist du denn jetzt? Im 7. Oh, und ich kann ganz kaum mehr schlafen, weil der Kleine immer Fußball spielt. Ah, und bewegen kann mich auch kaum noch. Ach, das kenne ich. Als ich im 7. war, habe ich mich wie ein Walross gefühlt. Nee, sitzen ist auch nicht gut. Soll ich dir noch mal runterhelfen? Mhm. Nee, das geht auch nicht. Ich weiß was Besseres. Ich meine, ich habe Überstunden bis zum Mond. Ich kann nicht mehr sitzen. Meine Füße sind total geschwollen. Ich gehe jetzt nach Hause und ich mache mir einfach einen richtig gemütlichen Nachmittag. Ich hole mir meinen Lieblingsfilm auf DVD, ich ziehe mir meinen Jogginganzug an. Und dann stöpsel ich das Telefon aus. Dann hau rein, wenn der kleine Fußballer erstmal da ist, ist Schluss mit Ruhe. Ja, eben. Aber so habe ich den ganzen Tag für mich alleine. Ansgar von Lahnstein ist verlegt worden. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation, ist das richtig? Ja. Wie geht's Ihnen? Keine Fortschritte bei der Aphasie. Unfall. Du hättest nichts tun können, um das zu verhindern. Ja, das reicht. Bedauerlicher Unfall, der ihn auch nicht von seinem Größenwahn abhält. Hier, meine Arbeitsaufträge. Er liegt im Krankenbett und gibt dir Befehle? Er ist zuversichtlich, dass er bald wieder ganz gesund ist. Und solange können wir ihn nicht abwählen. Bist du dir da so sicher? Ich habe die Verträge selbst aufgesetzt. Sie haben keine Handhabe. Die Beweise, dass er die Gelder veruntreut hat, sind bei der Explosion alle verbrannt. Er liegt im Krankenhaus. Er kann sich nicht artikulieren. Wenn das nicht unsere Chance ist, worauf wollen wir denn warten? Nicht solange er geschäftsfähig ist. Auch wenn er nicht einmal mehr sprechen kann. Mit seinem Schreiben ist auch nicht weit her. Guck dir die Sauklaue an. Tanjas Kündigung zurücknehmen, das hätte er wohl gerne. Presseerklärung rausgeben. Ich brauche Verkaufszahlen und Bilanzen. Balinzen. Was? Da steht Balinzen. Da hat er sich wohl vertan. Und wenn nicht? Was ist, wenn er doch bleibende Schäden zurückbehalten hat? Ach, Sebastian, komm, das ist ein Flüchtigkeitsfehler. Ach ja, weißt du das so genau? Wir wollten eine Chance, das ist eine. Niemals aus. Das werden wir sehen. Entschuldigung, ist Dr. Mendez zu sprechen? Oh, super, danke. Echt nett von dir. Kein Ding. Solange Rebecca krank ist, habe ich sowieso nicht so viel zu tun. Wie lange macht Rebecca denn Auszeit? Keine Ahnung, aber so ein Hörsturz ist echt nicht ohne. Und wie lange ist die Lahnstein jetzt noch da? Muss ja auch hart sein, wenn der eigene Ex einen rauswirft. Alles okay? Ja. Ach nein. Nachher hat Juri einen Termin mit der Chefeinkäuferin von Mosch.
Aber... Ich weiß, ich bin nicht mehr seine Assistentin. Und eigentlich könnte es mir auch komplett egal sein, aber... Es ist mir auch egal, wirklich. Ich meine, ich weiß vielleicht, wo er sich rumtreibt, aber... Nee, dem renne ich nicht hinterher. Nicht nach der letzten Ansage. Nee, das mache ich nicht. Ja, weil er dir total egal ist. Ich hole mir einen Milchkaffee mit fettfreier Sahne. Du auch? Ja, gerne. Aber die Kaffeemaschine in der Designabteilung streikt schon wieder. Okay, dann gehe ich runter. Das macht mir nichts. Und dass Juri weg ist, macht mir auch nichts. Was soll denn das heißen, du weißt nicht, wo er ist? Dass ich nicht weiß, wo er ist? Er ist heute Morgen mit seiner Sporttasche aufgetaucht und dann... Ja, wäre schon wieder weg. Kim, du bist seine Assistentin. Es ist dein Job, zu wissen, wo er ist. Was hätte ich machen sollen? Ihn an den Schreibtisch ketten? Ja. Mach mir einen Kaffee. Sie da? Haben Sie Juri ausgerichtet, dass ich ihn sehen will? Ich habe ihn leider nicht erreicht. Das glaub ich nicht. Dieser serbische Clown kostet uns Millionen, wenn er den Termin platzen lässt. Und jetzt? Schwingt er seinen Hintern hierher oder ist gefeuert? Oh nein, das muss Einkäuferin. Frau Becker, wie schön, dass Sie da sind. Du bist Juris Assistentin. Mach was. Und was? Verschaff ihm Zeit, verdammt. Und wie soll das gehen, Miss Oberschau? Hallo, bist du schon da? Ja, und du offensichtlich ja auch. Das nenne ich ja mal Begeisterung. Ja, Entschuldigung, ich bin eigentlich gar nicht da. Sieht man. Oh, was gibt's? Prinzessin und der Dieb und Eis. Ich verstehe. Muss sowieso meine Steuer machen, morgen ist Abgabe. Dann verschwinde ich mal zu meinem Schreibtisch und du wirst mich gar nicht mitbekommen. Schon wieder die Mailbox. Ich weiß gar nicht, was du für eine Welle machst. Da stimmt was nicht. Juri ist nicht der Zuverlässigste. Aber so ein Meeting, das lässt er nicht einfach platzen. Vielleicht ist ihm doch was passiert. Ach, wenn du meinst. Ich werde ihn suchen. Na, vielleicht hat er einfach beim Boxen die Zeit vergessen. Du passt auf, dass ihm nichts passiert. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Tanz auf den Tischen, reiß schlechte Witze. Die Einkäuferin wird bestimmt gleich ihre Tasche trockengelegt haben. Und dann brauchen wir was. Oh Gott, sonst verliert Juri seinen Job. Ja, soll er doch. Wenn Juri fliegt, dann fliegst du auch. Oder glaubst du, Sebastian stellt einen neuen Designer für dich ein? Das war so klar. Da hast du ja gerade rechtzeitig Chefs getauscht. Wie gut es doch sein kann, wenn man endlos seinem Chef auf den Zeiger geht. Kim, wenn du mitmachst, verliert hier keiner seinen Job. Also? Okay. Bis später. Tanz auf dem Tisch, geht's noch? Else Elkem Wolf? Ja, ich bin die Assistentin von Juri Adam. Natürlich haben wir seine Arbeitsverträge in den Akten. Wieso? Wie bitte? Er wurde festgenommen? Jetzt spinnt er schon wieder hier. Aber wie hast du mich gefunden? Oh Mann, ich glaub das nicht. Komm schon. Die ganze Welt nach dir absuchen müsste. So, Meister, lass mich aber kennen hier. Als du mir gesagt hast, dass ich dich vergessen soll,
und du mich verlassen hast. Ich wusste einfach nicht mehr, wie ich weiterleben soll ohne dich. Emilio legt sich aber mächtig ins Zeug für unsere Prinzessin, was? Sag mal, müsste der nicht langsam mal fertig sein mit dem Renovieren? Eigentlich schon. Aber Handwerken gehört eindeutig nicht zu seinen besonderen Fähigkeiten. Also toll, ich meine, so kann... Was ist das denn jetzt? Jetzt hat der Schwachmart die Hauptleitung angebohrt. Darf nicht wahr? Oh nein. Oh nein, jetzt ist hier alles weg. Ich habe die ganzen Tankquittungen gerade eingegeben. Das ist alles weg. Ich bin wahnsinnig. Emilio! Sag mal, Emilio! Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Balanzen statt Bilanzen. Ein simpler Dreher, das hat nichts zu bedeuten. Und wenn doch? Sie müssen Geduld haben. Bis so eine Aphasie sich bessert, das kann Wochen dauern, vielleicht Monate. Mit anderen Worten, Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie stark sein Gehirn wirklich geschädigt ist. Es muss auch irgendwelche Tests geben, mit denen man das nachweisen kann. Sicher gibt es die. Nur sehe ich derzeit keine Veranlassung, einen solchen Test durchführen zu lassen. Aber ich. Ansgar von Lahnstein ist amtierender Geschäftsführer von Lahnstein Enterprises. Und schon allein im Interesse meiner Familie brauche ich die Sicherheit, dass da an der Spitze des Unternehmens jemand steht, der geistig voll zurechnungsfähig ist. Wir müssen einfach wissen, ob Ansgar nach wie vor in der Lage ist, die Firma zu führen. Dazu brauche ich ein rechtskräftiges Gutachten. Gemeldet. Hier. Kim? Sag was. Ich war gerade bei der Polizei. Okay. Ich hab's gewusst. Ja, ist was passiert? Wie schwer ist er verletzt? Und in welchem Krankenhaus liegt er? Jetzt lass mich doch erst mal reden. Oh Gott. Juri hatte keinen Unfall. Gott sei Dank. Er sitzt im Knast. Was? Ich hab gesagt, er sitzt im... Ich hab dich schon verstanden. Ich meine, warum? Ich war gerade bei der Polizei, am anderen Ende der Stadt, mit Juris Arbeitsvertrag. Auf jeden Fall hatte ich meine neuen Schuhe an. Mensch, mir tun die Füße weh. Okay, Sie haben ihn freigelassen. Nee, die haben irgendwas von seinen Personalien gefaselt. Und jetzt? Sagst du Tanja, dass Juri unterwegs ist? Aber... Und kein Wort, dass er bei der Polizei ist. Ich bin sofort da. Ihr Cousin bestimmt nicht den Ausgang des Tests. Das macht ein unabhängiger Gutachter. Da er nicht Mitglied Ihrer Familie ist, besteht eine realistische Chance. Mir ist klar, dass Sie ein Risiko eingehen. Aber um diesen Test werden Sie nicht herumkommen. Und ein Gutachten kann Ihre Familie leider auch juristisch einfordern. Aber sehen Sie es positiv. Wenn wir wissen, wie es um Sie steht, können wir Sie auch gezielter therapieren.
Wenn Sie den Test bestehen und wir davon ausgehen können, dass sich die Aphasie vollständig zurückbildet, spricht nichts dagegen, Sie hier zu entlassen. Von Lahnstein? Mendez hier. Ich habe mit Ihrem Cousin geredet. Ja? Er ist einverstanden. Ich habe bereits einen befreundeten Neuropsychologen informiert. Er wird die Untersuchung heute Nachmittag durchführen. Danke, Dr. Mendez. Damit helfen Sie uns sehr. Sie leben so glücklich wie mit dir. Sehr schön. Lieber, ich von dir fortgegangen bin. Da ist ein Teil von mir gestorben. Moment. Plötzlich war nichts mehr wichtig. Hallo. Mein Leben ist nicht mehr ohne dich. Ich werde dich nie verlassen. Kim hat erzählt, dass du heute ist frei hast. Und da dachten wir, Max und ich kommen dich besuchen. Naja, also... Wir haben Kuchen mitgebracht. Ja gut, dann mache ich mal einen Kaffee. Schön. Was sagst du denn jetzt dazu? Ja. Hast du mir überhaupt zugehört? Ach, entschuldige, Schatz. Also, was hast du gesagt? Na, dass ich Max adoptieren will. Hey, das ist ja großartig. Hey, hallo. 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 Du hast gesagt, dass du dir mal Zeit genommen hast. Und da haben wir Kuchen gekauft und dachten, wir überraschen dich. Ja, das ist echt schön. Rebecca, hallo. Hallo. Wie geht's dir denn? Ja, gut, danke. Ja? Geht schon. Hey, Schatz. Ich hab schon gehört, so ein Hörsturz muss ja echt schlimm sein. Ja, ich mache jetzt eine Auszeit. Ich peppe sie schon wieder auf. So viel zu meinem gemütlichen Tag auf dem Sofa. Jetzt erzähl mal. Also du willst Max adoptieren. Super Idee. Ja. Dann sind wir endlich offiziell eine Familie. Schön, dass du es auch noch geschafft hast. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Ach so, und ich wundere mich. Irgendwas Neues? Ja, Tanja ist auf 180. Martha, mein Juri kommt gleich, zieht nicht mehr. Wir müssen ihr die Wahrheit sagen. Nein, das tun wir nicht. Sonst verliert Juri seinen Job. Du. Du gehst hoch und präsentierst seine Entwürfe. Ich und seine Entwürfe? Der war gut. Ich weiß jetzt nicht, was daran lustig ist. Meinst du das im Ernst? Sag mal, geht's noch? Du bist Juris Assistentin, du kennst doch wohl seine Entwürfe. Juri zeigt mir nie seine Entwürfe. Und außerdem hat er heute Morgen seine Unterlagen mitgenommen. Wir haben alles versucht, um ihm den Arsch zu retten, ja? Es hat halt nicht geklappt. Oh, du bist echt... Was bin ich, ja? Sag's doch was. Die dumme Kuh, die nicht gerafft hat, dass ihr Ehemann sie mit ihrer Cousine betrogen hat. Kannst du endlich aufhören mit dieser Leier? Deine Eheprobleme interessieren mich gerade überhaupt nicht. Hier geht es um die Firma. Und um Juris Zukunft. Du bist seine Assistentin. Und wenn du nicht gleich hochgehst und deinen Job machst, dann mache ich das. Viel Spaß. Und stell dich schöner ans Fenster, damit ich zusehen kann, wie Tanja dich durch den Schredder jagt. Ich kann das. Ich schaff das. Ihn auf seine Geschäftsfähigkeit prüfen lassen, weil er beim Schreiben vom Wort Bilanzen die Vokale vertauscht hat. Elisabeth, wir haben exakt zwei Möglichkeiten, ihn endlich aus dem Stuhl zu hebeln. Entweder wir weisen ihm eine Straftat nach oder dass er nicht geschäftsfähig ist. Ja, die Ausschlussklausel in Ludwigs Testament. Hm. Vielleicht ist sein Gehirn ja stärker geschädigt, als wir dachten. Ja, dann hätten wir immerhin Gewissheit. Wenn wir ihn loswerden wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Und du glaubst, er würde diesen Test nicht bestehen. Das ist unsere einzige Chance. Du machst das hier nicht nur wegen der Firma, oder? Komm, Sebastian, ich kenne dich doch. Ansgar und du, ihr wart schon immer Konkurrenten. Aber dass du dich mit dieser Vehemenz einsetzt, ihn zu entmachten... Mir geht es nur um die Firma. Und um die Familie. Und du machst es wegen Tanja. Sie ist doch ausgezogen, nicht wahr? Sie hat damit nichts zu tun. Wir hatten unsere ganz eigenen Probleme. Der Aachener Aphasietest hat mehrere Schwierigkeitsgrade. Wir kommen jetzt zu etwas komplexeren Begriffen. Na ja, gut. Was mit Ansgar jetzt passiert ist, damit hast du ja nichts zu tun. Das lag ja nicht in deiner Hand.
Du hast doch keine Ahnung. Sebastian, sei doch nicht so streng mit dir. Das war ein Unfall. Bei dem er fast ums Leben gekommen wäre. Aber das ist doch nicht deine Schuld. Doch. Was? Wieso? Was redest du? Sebastian! Sag mir, was los ist. Ansgar wollte fliehen mit dem Geld und mit den Beweisen und hat die Kontrolle über das Auto verloren. Weil ich auf den Wagen geschossen habe. Sehr gut. Das ist sehr anstrengend für Sie, nicht wahr? Ein letzter Test. Welches ist richtig und welches ist falsch? Einen Augenblick, bitte. Sie wollen die Entwürfe von Juri präsentieren. Haben Sie Drogen genommen? Was? Nein, Juri ist nicht da. Ich will jetzt wissen, wo dieser Hinterhofdesigner steckt. Ihm ist ein Notfall dazwischen. Der Mann wird selber zum Notfall, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Ich kann seine Entwürfe erklären, wirklich. Sie sind nicht mal seine Assistentin. Aber seine Arbeit. Ich habe sie gesehen. Sie haben ja auch schon mal einen Spiegel gesehen und gehen trotzdem auf die Straße. Ich will das jetzt verschwinden. Ach, hören Sie, unser Designer hatte bedauerlicherweise einen kleinen Unfall. Könnten wir das Meeting vielleicht auf morgen verschieben? Tut mir leid. Ich fliege zurück nach Paris morgen und bin erst in 2 Monaten wieder in Deutschland. Ach. Schade. Wir hätten Juri Adams Kollektion gerne gekauft. Juri Adam hat eine Vision. Bohem Punk. Wollen Sie wissen, was er darunter versteht? Es war total schrecklich. Dieser Polizist wollte mir Max überhaupt nicht geben. Sie sind nicht die rechtmäßige Mutter. Aber das ist so ein Albtraum. Also wenn das mit der Adoption klappt, dann wird es das nicht mehr geben. Mama, was meinst du? Machen die Behörden da Stress? Was? Oh Gott. Also, was hast du gesagt? Ob die Behörden sich da querstellen. Du, das weiß man nie. Ich meine, Hauptsache, ihr beide, ihr seid euch einig. So. Ah, da kommen wir genau richtig. Lass nur, ich mach schon. So, und du nimmst also das Haus auseinander mit Kim merkt, dass du sie liebst. Du weißt aber schon, dass hier eine Frau im 7. Monat über dir und deiner Bohrmaschine wohnt. Marlene, komm jetzt, lass doch den Jungen. Wäre fast getoastet worden, als er die Hauptleitung reparieren wollte. Gut so. Ein paar Körperteile können ruhig verschmoren, dann kann er damit wenigstens keinen Schaden mehr anrichten. Das Ganze tut mir saumäßig leid. So was kann doch passieren. Also, entschuldige mal, bei uns war das wirklich was anderes. Ja? Was war denn bei euch anders? Ja. Gibt's eigentlich noch Kuchen? Ja. Gibt's noch Kuchen? Keine Ahnung. Wo ist Mama? She looks just like them girls in Vogue. I love the way she plays it cool. I think that she is beautiful. She's so lovely, 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 she's so lovely. She's pretty, a fitty. She's got a boyfriend though, and that's a pity. She's flirty, turned 30. Ain't that the age a girl gets really dirty? I don't know, I don't know, I don't know how we'll make it through this. I don't know, I don't know, I don't know. Wenn ich nicht geschossen hätte, dann wäre das alles nie passiert.
Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wolltest du Ansgar ja aufhalten. Wolltest ihm ja nicht schaden. Jetzt kann er nicht mehr sprechen. Das ist mein eigener Cousin, Vater von 3 Kindern. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Moment, Sebastian. Ansgar ist derjenige, der getäuscht und betrogen hat. Dich trifft doch keine Schuld. Da liegt diese Waffe. Ich nehme die Waffe. Ich drück ab. Gar nicht gewusst, dass ich zu sowas fähig bin. Sebastian, ich kann verstehen. Du hast Angst, dass du genauso tief gesunken bist wie Ansgar, aber glaub mir, das bist du nicht. Du wolltest doch nur das Richtige tun. Das kommt raus. Dr. Mendez, wie ist denn die Untersuchung gelaufen? Es war anstrengend für Ihren Cousin. Er konnte auch nicht alle Fragen richtig beantworten. Aber der Gutachter war insgesamt sehr zufrieden. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Ansgar bald wieder ganz gesund ist? Wir müssen das endgültige Gutachten abwarten, aber es sieht gut aus. Er wird in den nächsten Tagen entlassen. Wir hoffen, dass die gewohnte Umgebung hilft, die Sprachstörung zu überwinden. Verstehe. Auf Wiederhören. Und was hat er gesagt? Wie ist der Test gelaufen? Sieht ganz so aus, als ob Ansgar bald wieder ganz der Alte wäre. Oben ist sie auch nicht. Ich ruf sie mal an. Wieso sind die auch gerade die ganze Zeit mit deinen Adoptionsplänen zulabern? Naja, wir jedenfalls nicht. Wir haben nur Kaffee getrunken. Ihr habt euch von vorne bis hinten bedienen lassen. Da. So sieht's doch aus. Sie geht nicht ran. Ist doch jetzt blöde. Ich geh sie mal suchen. Jedenfalls hast du sie die ganze Zeit mit der Adoption belästigt. Ich hab sie lediglich nach ihrer Meinung gefragt. Weil ist das so schlimm? Naja, offensichtlich schon, sonst wäre sie ja wohl kaum geflüchtet. Hey! Vielleicht liegt das ja gar nicht an euch. Natürlich. Du bist schuld. Mit deiner Bohrmaschine hast du so vertrieben. Nein, so war es auch nicht. Bei dem Lärm, den du machst, da kann man sich ja selber gar nicht mehr denken hören. Erst betrügst du unsere Schwester und dann vertreibst du unsere Mutter mit der Bohrmaschine aus dem Haus. Sollte ich ja doch den Flammenwerfer rausholen oder wäre der Papas Bohrmaschine. Jetzt mach doch mal einen Punkt. Eure Mutter ist doch nicht wegen meinem Bohrer abgehauen. Vielleicht geht's ja einfach auf den Keks, dass ihr immer wieder davon anfangen, dass ich Kim betrogen hab. Das kann doch kein Mensch ertragen. Jetzt, mach mal. Wieso? Warum soll ich den Halt anmachen? Ich meine, Fakt ist doch, Victoria ist raus aus dem Haus. Wir sollten uns lieber überlegen, wie wir sie zurückholen, oder? Das ist nicht unter anderem, das hören wir wieder damit. Nein! Meine alte Geschichte jetzt. Hier bist du. Seit wann steht der Burrito-Wagen denn hier? Psst. Was? Hörst du das? Nee. Ich höre nichts. Ja, eben. Nichts. Du hast eine schreckliche Familie. Glaubst du, man kann das ganze Pakt zur Adoption freigeben? Will doch keiner freiwillig. Außerdem würde ich mich, glaube ich, schon zu Tode langweilen. Du bist uns also nicht böse, dass wir dir deinen faulen Tag auf dem Sofa versaut haben? Na, ich habe ja diesen sehr klugen Ehemann. Ob der so klug ist, weiß ich gar nicht. Merkt nicht, dass seine Frau die Familie zu viel wird und lässt sich hier alleine sitzen. Weißt du, was der mir vor kurzem gesagt hat? Ich sollte doch endlich lernen, die Kinder auch mal gegen die Wand rennen zu lassen. Mhm. Nur weißt du, was er dabei nicht bedacht hat? Ja, die Kinder ihr Ding machen zu lassen, das ist nur die halbe Miete. Tja, man denkt, die Gehirn sind endlich erwachsen und man ist sie los. Ja, und dann beschließen sie, sich selbst einzuladen, inklusive Anhang. Auf die Idee, dass man das vielleicht gar nicht möchte, kommen sie überhaupt nicht. Wir gehen nach Hause und schmeißen sie raus. Vielleicht später. Ich habe eine so kluge Frau. Ich lasse Ihnen morgen eine Kopie des Vertrages zukommen. Danke. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Grüßen Sie Herrn Mosch von mir. Gerne. Ja, ich gehe dann auch mal. Halt.
Das war mehr als unprofessionell. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Aber, ja. Was sollen unsere Kunden denken? Dass schlecht gekleidete Assistentinnen jetzt den Job vom Chefdesigner machen? Gute Arbeit. Heißt das, Juri behält seinen Job? Wir haben gerade einen millionenschweren Deal mit seiner Linie gemacht. Und ob er bleibt. Oh Gott, denken Sie nicht mal daran, sonst überlege ich es mir noch mal. Entschuldigung. Alter, lebst du noch? Wenn du mir gestern die Kohle geliehen hättest, wäre das Ganze hier gar nicht passiert. Halt endlich dein Maul. Mann, beruhig dich. In ein paar Minuten sind wir sowieso draußen. Sascha Wolkowitsch? Das bin ich. Sie können gehen. Das bin ich. So. Alter, was ist los? Muss ich dich raustragen? Kollege, bleib hier. Wie? Das können Sie noch nicht machen. Mein Kumpel kann nichts für die Schlägerei im Club. Hier geht es nicht mehr um die Schlägerei. Darf ich jetzt bitten? Auf welcher Polizeiwache ist Juri? Hm. Du lebst. Wie praktisch, so ein dickes Fell. Da prallt alles ab. Kim, wenn du nur die Hälfte deiner Zickenenergie in deinen Job stecken würdest, du hättest den Laden hier schon längst übernommen. Und jetzt sag mir, wo steckt Juri, damit ich ihn rausholen kann? Professor Kronberg? Sebastian von Lahnstein hier. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht Zeit haben, sich mit mir zu treffen. Es geht um das Gutachten von Ansgar von Lahnstein. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Vielleicht renoviere ich noch ein bisschen. Ich habe mir extra die Bohrmaschine ausgeliehen. Ich gebe dir gleich Bohrmaschine. Du hast Mama komplett wahnsinnig gemacht mit deinem Bohrer. Ach so, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Naja, du warst auf jeden Fall am lautesten. Jetzt fang doch nicht schon wieder an, das bringt doch nichts. Da seid ihr ja. Das tut uns so leid wegen vorhin. Wir haben dich komplett überrumpelt. Ja, wir alle. Mhm. Ah, oh. Und das mit dem Baulärm, das tut mir natürlich auch leid. Das wollen wir auf jeden Fall wieder gut machen. Wir haben für dich gekocht. Spaghetti mit Pesto. Ja, und Frau Linse hat mir das Rezept für ihre legendäre Creme gegeben. Du musst dich nur noch hinsetzen und dich verwöhnen lassen. Genau, sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket für werdende Mütter und die beste Schwiegermutter der Welt. Ich kann sie auch alle im Wald an einen Baum festbinden. Also danke, das ist wirklich total lieb von euch und ich weiß das echt zu schätzen. Aber ich will das nicht. Ich will einfach auf dem Sofa lümmeln, meinen Film gucken, lesen und sonst nichts. Ich will auch niemandem zuhören. Und reden will ich schon gleich gar nicht. Ich will einfach nur stinkfaul sein. Aber die Creme bleibt hier.
Hut ab, Frau Wolf. Du kannst ja richtig Haare auf den Zähnen haben. Quatsch nicht und schieb die Nudeln rüber. Wissen Sie, es geht um die Zukunft unserer Firma. Nicht zuletzt. Die Zukunft meiner gesamten Familie. Ich habe gar keine andere Wahl. Können Sie das verstehen? Der Cousin Ansgar wird in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Das heißt, er wird den Firmenvorsitz wieder übernehmen. Und genau das darf in keinem Fall passieren. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie meinen Cousin für geschäftsunfähig erklären. Was hast du für mich gemacht? Martha, du hast mir meinen Job gerettet. Weißt du was? Du wirst mir meine Assistentin. Wir sind einfach ein Spitzenteam. Ich danke dir. Hey, kommt Juri auch gleich? Hä? Hey, jetzt warte mal. Ich habe eine Frage. Und zwar, mein Chef wird festgehalten. Er war wohl in einer Schlägerei verwickelt und jetzt werden seine Personalien überprüft. Aber ich glaube, das ist eben ein großes Missverständnis. Juri Adam, ist er noch hier? Da kann ich leider keine Auskunft geben. Bitte, 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 bitte. Ja, ja, ja. Ach, schön. Gut, dann werde ich hier auf ihn warten. Er wird da bestimmt gleich rauskommen. Ich glaube, da können Sie länger warten. Warum? Meine Kollegin war vorhin da und hat seinen Arbeitsvertrag vorbeigebracht. Ich denke, das ist kein Problem mehr. Das Problem ist, seine Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen. Ist illegal in Deutschland. Was? Aber soll das heißen, Sie schieben ihn ab?